Am Sonntag ist es wieder soweit. Der größte Karnevalsumzug Ostdeutschlands wird durch Cottbus ziehen. Der Zug der fröhlichen Leute lockt jedes Jahr eine Vielzahl von Besuchern an. Im letzten Jahr kamen laut Angaben der Lausitzer Rundschau rund 90.000 Besucher in die Innenstadt. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung braucht ein Sicherheitskonzept. Das plant die Stadt jedes Jahr in Zusammenarbeit mit der Polizei. Wir machen ja regelmäßig mit der Polizei eine Lagebesprechung vor, bevor der Karneval durchgeführt wird. Und momentan wird auch dann geguckt, welche Lagen gibt es denn. Momentan deutet nichts darauf hin, dass wir eine bedrohliche Situation haben oder der Umzug irgendwie besonders gefährdet ist. Wir stellen uns aber auf alle möglichen Eventualitäten ein. Gerade die Ereignisse der letzten Wochen haben die Stadt unruhig gemacht. Viele Cottbusser haben Bedenken wegen der eigenen Sicherheit. Matthias Schulze, Präsident des Karnevalverbandes Lausitz, macht sich wegen des Umzuges aber keine Sorgen. Das Sicherheitskonzept wurde die letzten Jahre immer weiterentwickelt und aufgrund der Situation in den letzten Jahren natürlich auch wesentlich verschärft. Und jeder kann sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, damit die Gäste sowie die Beteiligten geschützt sind. Für die Sicherheit vor Ort werden Ordnungsamt, Sicherheitsdienst und Polizei sorgen. Zudem gibt es auch dieses Jahr wieder Straßensperren an allen Zugängen. Autofahrer müssen die gesperrten Bereiche weiträumig umfahren. Ab 9 Uhr wird die Karl-Liebknecht-Straße von Bahnhofstraße bis Franz-Mehring-Straße gesperrt, sowie die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Bahnhofstraße und Schillerstraße. Matthias Schulze sieht im Zug der fröhlichen Leute nicht nur eine Festveranstaltung, sondern auch eine Chance für Cottbus. Ich würde mich freuen, wenn das wieder ein Signal nach außen wäre, was auch mal ein anderes Bild von Cottbus zeigt. Die rund 3.500 Beteiligten und die Besucher könnten am Sonntag dafür sorgen, wieder eine positive Seite von Cottbus nach außen zu tragen.